Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FIFA 21 Karriere mit Villarreal. Nächste Runde im Pokal, Copa de España gegen Almeria. Der Gegner war ja eigentlich ein anderer. Das Problem habe ich euch ja im letzten Part erzählt. Und ja, heute mit veränderter Truppe und auch einer anderen Formation. Ich kehre wieder zurück zum 4-2-3-1. Mal gucken, wie das funktioniert gegen Almeria. Und dann, ja, würde ich sagen, wenn es euch gefällt, Daumen nach oben da lassen, ein kostenloses Abo und dann starten wir rein ins Achtelfinale. Und zwar heute in der Arena Douro, klitzekleines Stadion von Almeria, auch bereitgestellt von FIFA 21. Und dann hoffe ich, dass wir heute, ja, nicht über diesen Fußballzwerg stolpern, so wie wir es in der letzten Runde fast gemacht hätten. Ein paar Veränderungen habe ich wieder gemacht, quasi alle außer den Keeper, bin ich der Meinung. Hier sehen wir den Turnierbaum, das Finale wird im Wanda Metropolitano sein, ihr seht schon, Samstag, 17. April. Oder ist das heute? Ne, das muss das Finale sein, 17. April. Wir haben ja gerade mal die Rückrunde gestartet. Das wäre April noch ein bisschen zu früh bzw. zu spät. Mit Arabian Centris. Die scheinen auch einen großen farbigen Stürmer zu haben. Und ich zeige euch mal kurz die Truppe, wie sie spielt im 4-2-3-1. Unter anderem die ganze Innenverteidigung neu mit Funes Mori, Albiol, Gaspar, Pedraza, dann Trigueros, Caboe, zwei neue Sechser und Moreno drin geblieben. Dann ist noch Toko Ekambi drin geblieben. Insame ist neu und Raba habe ich jetzt mal auf die rechte Mittelfeldposition getan. Der hat sich ja auch mal aufgedrängt, dass er unbedingt spielen will. Jetzt hat er die Chance und ich schaue mal, vielleicht ist das ja dann auch mal eine Alternative für weitere Spiele. Ich muss die Spieler ja auch mal ausprobieren, ne? Lieber später als nie. Und im Pokal, wie gesagt, da zählt auch Schönspielerei gar nicht. Mir geht es heute echt darum, weiterzukommen. Eine Runde weiter ins Viertelfinale. Das war gegen Elche halt auch spielerisch nicht so das Gelbe vom Ei, aber es war erfolgreich. Und genau das zählt im Fußball, ne? Um nochmal Per Mertesacker in den Vordergrund zu rufen, was wollen sie? Wollen sie eine erfolgreiche WM oder soll man wieder ausscheiden und haben schön gespielt? Schönspielerei bringt dir halt nichts. Muss auch erfolgreich sein. So, Mario Gaspar, apropos erfolgreich, gucken wir mal. Mario Gaspar in Samé. Erste Chance, gut gespielt, er wird da geblockt. Das wäre eine gute Chance gewesen. Und jetzt, oh, Lasso gegen Capoe. Da kommt er natürlich nicht hinterher. Jetzt muss der nicht weniger schnelle Albiol dahinterher. Da haben wir halt echt Probleme mit vielen Leuten bei Villarreal, die nicht so schnell sind. Vor allem halt hinten. So Albiol, Capoe, das sind so zwei der langsamsten Leute. Aber die haben dann woanders ihre Stärken. Die haben dann ein gutes Stellungsspiel, gewinnen viele Zweikämpfe, auch Kopfbälle. Und ja, das andere müssen die anderen halt ein bisschen kompensieren. Sadik. Kein Abseits. Der trickst hier rum wie sonst was. Morlanes. Und dann wird das so ähnlich wie gegen Vallecano. Auch schwer, weil die haben auch nichts zu verlieren, Almeria. Die sind Zweitligist. Die spielen hier das Spiel ihres Lebens wahrscheinlich. Sind wahrscheinlich so weit im Pokal gekommen wie noch nie. Ja, und versuchen sich jetzt natürlich. Das ist halt einfach lächerlich, ey. Ich gehe einfach um ihn herum. Und selbst dann ist es mir nicht gelungen, diesen Ball zu holen. Das ist halt einfach lächerlich. Es ist einfach lächerlich. Egal gegen wen du spielst. Nach wie vor. Bestes Beispiel. Kannst in noch so viele Zweikämpfe reingehen. Du musst ja fast schon grätschen. Du bist fast gezwungen, die Grätsche auszupacken. Aber dann wirst du wieder bestraft durch einen lächerlichen Elfmeter. Also ihr seht, der... Ja, ein ständiger Teufelskreis. So in Samir mal gegen drei Leute. Wird nicht klappen, aber er verzögert, nimmt Trigueros und Moreno mit. Ja, Toko Ekambi und jetzt in der Mitte vielleicht in Samé. Da fehlt halt jetzt ein Kopfballstarker Onuachu mit seinen 2,1 Meter. Und Raba, okay, der ist Linksfuß, gut zu wissen, Ecke kommt. Albiol, Trigueros und jetzt sind wir halt wieder hier. Dass wir wieder Handball spielen müssen, Dani Raba, schöne Flanke, der ist lang in der Luft. Und in Samé, wie gesagt, der ist sehr kompakt gebaut. 88 Kilo bringt er, glaube ich, auf die Waage mit seiner 1,85, 86. Oh, und jetzt haben wir halt wieder Capoe. Da muss halt Pedraza mal ran. Die Grätsche leider zu früh. So, und dann schön auf der Position bleiben. Versuchen, das Ganze hier eng zu machen. Korpa Sadik. Oh, Sadik kommt da an den Ball ran. Und die können sich da frei durchkombinieren. Und es steht 1-0 für Almeria. Das ging halt wieder zu einfach, ey. Das kann es nicht sein. Dass wir da auch wieder nicht in den Zweikampf reinkommen, das wurmt mich, echt.
Ich weiß einfach, was zu machen, aber du kannst es nicht verteidigen. Hier. Ein einfacher Doppelpass und dann komme ich weder mit Albiol noch mit Pedraza noch mit Funes Mori hin. Und Sadik, der trifft den natürlich optimal. Asensio, weiß ich nicht, ob du den nicht auch halten kannst. Egal. Umar Sadik mit dem 1-0 für Almeria. Und somit führt der Außenseiter. Anders als in der letzten Runde, wo wir ja dann immerhin geführt haben, wo wir dann aber den Ausgleich kassiert haben, wo wir auch hätten in Rückstand geraten können. Da hat uns ja Asensio einen Elfmeter gerettet und damit im Spiel gehalten. So, jetzt sind wir halt auch mal gefordert. Ne? Jetzt müssen wir halt auch mal zeigen, dass wir in der Liga Erster sind und warum wir Erster sind, dass wir eine Spitzenmannschaft sind. Moreno, aber wir müssen halt auch mal zum Abschluss kommen. Aber ihr seht, oh, jetzt ist aber faul, Schiri. Das war ein Foul. Das war ein glasklares Foul, du liebe Zeit. Flanke kommt in Samé. Wir gucken uns das jetzt nochmal an, ja, auch wenn das hier ein 5 Minuten langes Video wird. Schaut euch das an, das ist ein glasklares Foul. Und dann ist das Elfmeter, weil es im Strafraum war. Hier, Moreno hat den Ball, blockt den ab. Geht natürlich auch durch ihn durch. So, und dann, aufgepasst. Da, zack. Da kommt einfach die eiskalte Grätsche. Oder zählt das hier unten als leichte Ballberührung? Müssen wir mal gucken. Zack, jetzt kommt der Fuß des Gegners. Nein, er war nicht dran. Er war halt einfach for real nicht dran. So, und dann kommt die Grätsche und dann ist das ein Elfmeter. Weil das Foul war auf der Linie. Die Linie gehört mit zum Elfmeter. Da könnt ihr mich schon wieder aufregen. Dafür gibt's kein Elfer. Das ist ein klarer Elfmeter. Und dann hast du wieder so Szenen, wo du den Gegner aus Versehen mal anrempelst, wo du aus Versehen auf dem Fuß stehst, wo der Gegner, weiß ich nicht, über einen Grashalm fällt oder so. Und dafür gibt's da einen Elfmeter. Das musst du dir mal überlegen. In dem E-Sport Spiel. Ich möchte das ja auch nochmal betonen. Das ist ein E-Sport-Spiel. Da werden regelmäßig E-Sports-Turniere ausgetragen. Aber so Entscheidungen hast du dann. Und so lächerliche Entscheidungen entscheiden dann E-Sport-Turniere. Im schlimmsten Fall. Musst du dir einfach mal überlegen. Da ist Fairness, ey, ist da ein Fremdwort. Da ist halt Fairness einfach ein Fremdwort. Naja, aber es bringt da nichts. Ne? Ich wollte euch das nur nochmal zeigen. Nicht, dass ihr meint, ich reg mich hier völlig künstlich auf. Das ist ein Grund zum Aufregen, weil ich weiß einfach, dass wir schon lächerliche Elfmeter gegen uns bekommen haben. Einfach so aus dem Nix. Weil ich einmal aus Versehen ein bisschen härter in den Mann reingegangen bin, du liebe Zeit. So, Trigueros, Nsame, egal, komm, wir zeigen es jetzt mit Leistung. Müssen wir Leistung bringen. Nsame kommt leider nicht ran. Ja, dann schalten wir mal aufs 4-2-2-2 um. Vielleicht ist ja dann gerade diese Formation heute besser als im letzten Spiel diese 4-2-3-1-Formation. Ein Hin und Her hier mit den Formationen, aber ist halt auch gegnerabhängig. Ich kann nicht gegen jeden Gegner 4-2-2-2 und auch nicht 4-2-3-1 spielen, das geht halt einfach nicht. Je nachdem, wie die halt spielen. So, jetzt mal gucken, ob wir die mit zwei Stürmern so ein bisschen auseinandergezogen kriegen. Moreno, ja, schöner Ball in die Spitze. Und jetzt in Samé kann er genauso gut lupfen wie Chukwueze. Leider, leider nicht. Schade, aber ich glaube, der hat auch... Ah, keine Ahnung, 2, 3 Sterne, schwacher Fuß, muss ich gleich nochmal gucken in der Halbzeit. Aber das war ein schöner Ball, schön gekreuzt hinter die Abwehr und dann fehlt ihm auch leider so ein bisschen Tempo. Aber mal schauen, weiter geht's. In Samé, nächster Ball. Aber da könnten wir ein bisschen Platz kriegen über die Außen, da war gerade Toko Ekambi wieder frei. Sadik, Morlanes, Petrovic, die bringen halt bislang auch nicht viel, ne, die haben... Ja, eine Chance gehabt von Sadik, die war drin. Und ansonsten verlegen die sich völlig aufs Kontern, auf die Defensive. Ist ja auch ihr gutes Recht, ne? Würde ich auch machen als unterklassiger Verein. In Samé. 1 gegen 1, da ist Raba, Dani Raba. Mal gucken, wie gut er schießen kann. Dani Raba! Oh, der war nicht drin? Boah. Okay, Frage beantwortet, wie gut er schießen kann. Aber der war nicht drin? Muss ich mir auch nochmal angucken, Leute. Sorry, dass ich jetzt so oft hier in die Sofortwiederholung gehe, aber das war mal ein Ding. Dafür lohnt es sich wirklich mal in die Wiederholung zu gehen. So, Dani Raba hat offensichtlich einen guten Schuss. Vielleicht war das jetzt auch nur Zufall. So Schüsse passieren sehr, sehr selten und dann war er wirklich nicht drin. Schauen wir nochmal, der sah echt drin aus. Boah, also so gut wie, möchte ich fast sagen. Da zählt ja immer der volle Umfang. Boah, warte mal. War der nicht eigentlich drin? Schaut mal. Was würdet ihr sagen? War der drin oder nicht? Schreibt es mal in die Kommentare. Boah, das ist wirklich ein 10 cm. Da fehlen 10 cm zum
traumhaften Ausgleich. Und gerade vor der Pause wäre das halt schon ein Ding gewesen. Also, 1-0 zur Pause. Wir haben schon wieder Stoff für den ganzen Film hier. Ein glasklarer Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Dann Außenseiter, der führt. Ein Reservespieler, der hier auf einmal auftrumpft. Ich muss mal gucken, was der Ballschuss hat. Raba. Was der so für Wert hat. Also, Insame hat... Obwohl, der hat eigentlich 4 Sterne schwacher Fuß, ey. Deswegen hat mich das so ein bisschen gewundert. Raba ist natürlich Linksfuß. Schauen wir mal, was der so an Statistiken hat bei Schuss. Ja, Abschluss hat er eine 73, Dribbling 76, Effe hat er 69, Fernschüsse 71. Also, ja, eigentlich so durchschnittlich, ne? Ist ein Dribbeltechniker, das hat man gesehen. Der hat eine ganz enge Ballführung. Vielleicht ist das ja so ein No-Name, der einfach mal aufsteigt, wie der Phönix aus der Asche. Rise like a Phoenix. Ja, und dann hoffen wir mal, dass wir hier das Debakel, also ein Debakel wäre es jetzt nicht, aber wäre schon eine Überraschung. Also ich hätte mir auch mehr ausgerechnet als dann die zweite Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen lass uns hier mal für unsere Fans, die leider nicht im Stadion sein können, virtuell schon, aber sonst nicht, lass uns hier mal ein bisschen Leistung zeigen. Da ist wieder Raba, der will es wissen, der wirft sich in jeden Kopfball rein. Der möchte dem Trainer zeigen, dass er in die Startaufstellung gehört. So, hier nochmal die Torlinientechnologie. Und ihr seht, da fehlt einfach nur so ein ganz kleiner Fitzel. Ganz kleiner Fitzel fehlt da. Dann steht es 1-1. Tja, that's life. So ist das nochmal. Schade. Aber es wird ja hoffentlich nicht die einzige Chance geblieben sein, oder die wir gehabt haben im restlichen Verlauf des Spiels. Aber über Raba, da könnte heute was gehen. Echt, der hat eine sehr enge Ballführung, das gefällt mir gut. Muss ich mir schon mal vormerken. So, Tohu Ikambi unten auf Gaspar. So, und jetzt mal zwei Mann oder drei Mann in der Mitte. Gaspar, und da ist Insame. Aber auch der Autoblock ist wieder aktiv. Nächster Eckball. Auch den schießt Raba, wenn er ausgewählt ist. Nee, da lassen wir Raba ran. Der hat da echt gute Werte. Wo ist er? Ja, 69 Effe reicht meistens schon. Gegen so einen Gegner. Auf den zweiten Pfosten mal gezogen. Capoe. Nochmal Insame. Raba mit der Flanke auf den zweiten Pfosten aus Trigueros. So, da ist das Tor. 53. Minute. Trigueros guckt sich mal kurz um. Im Strafraum. Keiner da. Alles klar. Dann machen wir weiter. Schöner Ball von Raba. Der liegt auch wieder stundenlang in der Luft. Dann setzt sich Trigueros durch. Schöner Aufsetzer. Und dann macht, ja, der alte Mann, möchte ich nicht sagen, der Erfahrene. Manuel Trigueros besorgt uns also den Ausgleich. Der Mann mit viel Erfahrung besorgt uns hier den Ausgleich. Es gibt keine Jungen und keine Alten eigentlich im Fußball. Ne? Es gibt nur Gute und Schlechte. Siehe Buffon, der auch noch mit 43 irgendwo spielt. So, und das scheint uns jetzt ein bisschen mehr Auftrieb hier zu geben. Da ist Capoe. Traumtor. Der andere Sechser. Darf auch mal ran. Der heute Kapitän ist. Capoe mit einem wunderschönen Tor. Seitfallzieher oder halb Seitfallzieher, halb Fallrückzieher. Scheißegal, auf jeden Fall war es ein Traumtor. Mario Gaspar nimmt den ganzen Schwung mit und dann Capoe. Zack, steigt er mal hoch. Wunderschön. Gerade zu dem Zeitpunkt im Spiel, wo wir echt zumindest mal den Ausgleich gebraucht hätten, Etienne Capoe. Jetzt haben wir sogar den Doppelschlag innerhalb von wenigen Minuten. Und da stellt jetzt natürlich Almeria vor die Herausforderung, bisschen mehr fürs Spiel zu machen, machen zu müssen. Dadurch ergeben sich für uns vielleicht ein paar Kontersituationen. Hier, ich sehe schon wieder Almeria. Ist das so eine Art Pressing, das wir spielen wollen? Das geht völlig in die Hose. Raba, der hätte sich das heute auch verdient. Raba täuscht einmal an. Tohu Ikambi, na komm. Pedraza auf der Außen. Wieder 3-4 Mann im Strafraum. Das gefällt mir richtig gut, die Präsenz gerade. Da ist wieder Raba. Oder vielleicht mal ein Freistoß raus. Nee, aber er kann es nochmal versuchen. Und wieder ist das Aluminium im Weg. Das gibt's nicht, wie viel Pech der hat. Aber den können wir uns mal merken, der Raba. Der scheint echt einen guten Schuss zu haben. Dribbeltechniker hat er ja als Eigenschaft. Dazu gute Werte bei Fernschuss. Bei langer Schuss, bei langer Pass, so heißt das. Das ist auf jeden Fall eine Alternative. So, und Insame kann es jetzt nochmal versuchen von der anderen Seite. Diesmal gelingt der Lupfer nicht, aber Moreno staubt ab. 65. Minute, 1-3. Gerard Moreno darf auch mal wieder treffen.
Und jetzt nehmen wir halt den Schwung mit. Das ist das Villarreal, wie ich es kenne und wie ihr es kennengelernt habt in den ganzen Parts hier bislang. Schade, dass der Lupfer nicht klappt, aber dann haben wir natürlich auch das Glück, dass der Ball dahin abgeprallt wird. Und dann musst du als Torjäger halt da auch stehen, so blöd es klingt. Aber es war ein Eigentor von Baliu. Das zählt gar nicht als Morenos Tor. Baliu wird als Eigentor gewertet. Naja, egal, ob Eigentor oder nicht. Es steht 1:3. Achtung. Mit einem kurzen Fragezeichen dahinter. Cordobas, ich kriege jetzt keinen Spieler jetzt. Also, es steht 1:3. Und ich glaube, Almeria macht jetzt den großen Fehler, dass sie hinten einfach die Abwehr auflösen. Was machen die denn? Wollen die nicht mehr? Haben die keinen Bock mehr? Goal, 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 goal. Gerard Moreno mit dem 4:1 und da kann man mal eine entspannte Tasse Tee trinken. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber das ist jetzt natürlich der Todesstoß. Frei, völlig aufgelöst. Wo sind die? Sind die alle zum Duschen? Und das lässt sich natürlich Moreno nicht zweimal sagen. Und jetzt ist es auch wirklich sein Tor. Jetzt zählt es auch. Kein Abseits. 4:1. Also in diesem Spiel hat sich das 4-2-2-2 bewährt gemacht, warum auch immer. Weil die vielleicht auch mit einer etwas breiteren Formation gespielt haben. Sieht nach einem 4-3-3 aus. Und weil sie jetzt natürlich auf Pressing spielen. Ne? Ihr seht das, die werfen alles nach vorne. Denen ist die Verteidigung jetzt völlig egal, ob sie jetzt 1-3, 1-4, 1-5 verlieren. Sie wollen nochmal alles riskieren, vielleicht nochmal ein Tor schießen. Aber ich denke mal, im Normalfall war es das. Dann haben wir auch ziemlich Glück gehabt. Das war nicht ganz so anstrengend wie gegen Vallecano. Die haben ein bisschen mehr dagegen gehalten. Ganz anders als Almeria, aber gut. Brauchst du auch nicht immer. Und Raba, auch wenn er jetzt zweimal Pech hatte, hat auch wirklich gutes Spiel gemacht. Hat eine Vorlage gegeben. Mario Gaspar, nochmal Trigueros. Er nimmt sich den Ball einmal hoch. Trigueros! Schon wieder Alu. Das gibt es nicht. Da ist heute ein Magnet im Ball drin. Ihr müsst zählen, wie oft ich heute Aluminium getroffen habe. Bestimmt dreimal. Aber der hat auch einen guten Schuss, ne? Trigueros. Oder halt vielleicht auch nur, weil er jetzt gerade frei zum Schuss gekommen ist. So, Dani Raba macht die Ecken, klar. Bei so einer geilen Technik, warum nicht? Toku Ikambi. Verwirrung im Strafraum und jetzt erst nochmal geklärt. Mein lieber Freund, es hätte also auch gut und gerne 5-6-1 schon stehen können. Dazu haben wir ein Traumtor von Etienne Capoue, unserem heutigen Kapitän, der einmal quer in der Luft liegt oder gelegen hat. Und noch ist das Spiel ja nicht vorbei. Wieder Gerard Moreno, da ist Toku Ikambi und wieder Trigueros. Schade. Der trumpft jetzt so ein bisschen auf. Ich würde jetzt gerne nochmal Reyna die letzten 10 Minuten geben, dass der auch mal wieder hier Spielpraxis kriegt. Für Raba ruhig, hat gut gespielt und Capoue, da kann Parejo nochmal die letzten 10 Minuten für ackern ist hier das richtige Wort. Und dann war das ja ein sehr erfolgreiches Spiel. Spielerisch hat mir das jetzt auch in der zweiten Halbzeit vor allem wieder besser gefallen. Und jetzt müssen wir das halt auch einfach in der Liga zeigen. Ich weiß nicht, wie Real und Atletico ihre Spiele gespielt haben. Müssen wir auch gleich nochmal drauf schauen. Und dann geht's weiter. Dann starten wir mit voller Kraft in die Rückrunde. Ich glaube gegen Levante. Das nächste Spiel ist schon gegen Levante, das Rückspiel. Bei denen ist das immer wild durcheinander. Dass man nicht zur selben Zeit das Rückspiel spielt wie das Hinspiel. Im Spielplan, sondern halt wild durcheinander, so wie es den Spaniern halt gerade gefällt. So, und jetzt nochmal. Insame, kein Foul, wenn Moreno oben läuft, na, müssen wir ein bisschen antreiben und Insame steckt den gut durch. Moreno kriegt den Ball und der macht den eiskalt. Schönes Tor. Schönes Tor von Gerard Moreno. Sehr, sehr gut gemacht. Einmal aufgedreht wie so eine Spieluhr. Ein schöner Ball. Genau richtig. Moreno setzt sich durch, hat dann vielleicht die Klasse, die Ruhe vom Tor. Und ja, 5:1. Eine Handvoll. Ob es jetzt ein Tor zu hoch ist, müsst ihr auch bewerten. Keine Ahnung. Ich fand es jetzt nicht unbedingt. Wir haben halt auch Chancen genutzt diesmal. Ne? Die wir hatten, die haben wir größtenteils reingemacht. Klar, wir hatten auch noch Aluminiumpech. Darf man auch nicht vergessen. 2-3 Mal. Also von daher ist dann das 5:1 dann doch ein Ergebnis, das auch in Ordnung geht. Sadik.
Oh, Lasso, das meine ich zum Beispiel, wenn ich eigentlich schon im Zweikampf drin bin und der den halt dann einfach nicht nimmt. So, vielleicht gelingt uns ja noch eins. Sinsame, ja, wenn wir es jetzt schnell machen. Moreno sehe ich. Gucken, ob ich den da hinkriege. Nee, schade. Gibt nochmal 3 Minuten Nachspielzeit. Also die nächste Runde, die kann auch mit uns geplant werden. Almeria ist draußen, nachdem sie, ja, in Führung waren, aber dann irgendwie den Faden verloren haben, nachdem wir aufs 4-2-2-2 umgestellt haben. Das hat den nicht so in die Karten gespielt. Gut aus unserer Sicht. Und dann sind das jetzt hier die letzten Momente. Noch einmal abseits und dann schießen wir den Ball einfach ins Aus. Dann müsste er eigentlich abpfeifen. Jawohl. Also 5-1. Wir überstehen das Viertelfinale, beziehungsweise das Achtelfinale und sind im Viertelfinale. Gewinnen mit 5-1. Ein Traumtor war dabei. Viele Aluminiumtreffer. Also ich hätte auch gut und gern 6-7-1 ausgehen können. Ihr seht 11 Schüsse aufs Tor. Das war mal wieder ein sehr dominantes Spiel. Ein Schuss von Almeria. Das war der von Sadik in der ersten Halbzeit. Und das hat den halt, ja, zwischenzeitlich die Führung gebracht, aber dann auch das Genick gebrochen. So, das sind die anderen Ergebnisse hier. Atletico gewinnt gegen Sevilla, Bilbao gegen Girona, Real gegen Espanyol gewinnt 2-0, Betis gewinnt gegen Las Palmas, Celta gewinnt gegen Granada, Barça gewinnt gegen Valladolid, Sociedad gewinnt gegen Levante und wir gewinnen halt gegen Almeria 5-1. Das sind ein paar interessante, ja, Paarungen, die es da geben wird. Barca kann gegen Real kommen, wir können gegen Real kommen, wir können gegen jeden x-beliebigen Gegner hier spielen. So, und dann geht es gleich weiter in der Liga gegen Levante, die sind 10. Da haben wir uns echt schwer getan im Hinspiel. Und ihr seht, unsere Konkurrenz hat gewonnen. Sowohl Real als auch Atletico haben ihre letzten Ligaspiele gewonnen. Und hier im Pokal geht es dann gegen Sociedad. Celta spielt gegen Real, Athletic Bilbao spielt gegen Atletico Madrid, Betis Sevilla spielt gegen Barca und wir spielen gegen Sociedad zu Hause. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und dann sehen wir uns im nächsten Part gegen Levante wieder. Ciao, ciao!